Das ist ein Fury-Krieger. Der ist auch ein Retri-Paler. Nehmt ihr den Fury? Ja, ich werde den Paler schieben. Interrupted. Also, gefeiert. Der Krieger ist es hier. Ja. Retri-Paler hat Trinket benutzt. Bin noch mal erwischt. Scooby Iceblock. Alles klar. Zwei Sekunden, eine Sekunde, ich muss raus. 20 Sekunden kann ich erst wieder machen. Wieso ist der Fury eigentlich wieder voll gewesen? Er hat einen bisschen stärkeren Self-Heal als der Arms. Nice, ich kann casten in der Bubble aus. Here we go. Ja, Pala oder Tour ist oder Pala einfach mal. Ich bin ein Kite Monster. Ich stand jetzt auch mal hier oder so. Ich weiß, der war eigentlich. Ich wollte doch auch was beitragen. Oh jeez, ich habe mich so. Ich hatte so Angst gekriegt, dass der Fury wieder voll war. So richtig voll. Ich auch ein bisschen. Und der Paler keinen Mana verloren hat. Ich dachte, er hätte gebabbelt und voll gehielt. Nö, nee, hat er nicht. Ich mach ja voll. Oh, jetzt hat er seinen Scheiß. Nee. Wie wenig Damage gegen diesen Todesritter hier die ganze Zeit gemacht hat. Ja, weil er dieses Ding hatte. Nee, also ich meine von den Zahlen, ne? Was hat eigentlich schon mal die antimagische Höhle von abgehängt sein? Ich guck mal, ich weiß nicht. Also alle Werte. Boah, wie awesome ist das? Das ist ja awesome. Boah, awesome. Das ist fast so wie mein Schild. Mein Mana-Schild. Ach, ich brauch Damage gemacht. Boah, wie ich die gekitet habe. Also nicht wirklich, nicht echt gekitet. Wie ich wegrennen will. So nice. Meinst du, man soll wirklich auf Fury gehen? Ja, auf Fury geht man, glaube ich, doch besser nicht. Ich weiß nicht, ob man den Retri versucht, ins Spiel zu nehmen oder den Todesritter. Vielleicht den Retri, weil der ziemlich nervig ist mit seinem Scheiß an der Freiheit. Ja, ich habe zwar einmal Spells ziehen können, aber trotzdem. Und der hat einen gefährlichen Stun in der Combo. Das ist korrekt. Todesritter kann sich mit dann die magische Hülle noch gut schützen. Der Retri nur einmal mit Bubble. Hat sie eigentlich später nochmal irgendwas geschiebt? Den Todesritter, ja, aber das war irgendwie nicht so effizient. Ich weiß nicht, ob er da antimagische Hülle eingesetzt hat, das konnte ich nicht sehen. Ich habe das über Fokus gemacht. Ich muss unbedingt wieder die dimension Returns irgendwie angezeigt bekommen. Weil man unterschätzt das so krass, also eigentlich überschätzt man den Dimension. Und dann wundert man sich, oh, schon wieder volle Zeit, ja? Ja, der ist wirklich nicht lang. Man könnte so oft cheaten eigentlich. Jetzt siehst du, durch meine magische Rüstung bin ich irgendwie nur 5 Sekunden im Schieb, also beim ersten Mal.
weil es ja die Magie-Dinger um, weiß ich nicht mehr, 35% halbiert. Also auf 4, glaube ich. Harmful Magic Effect, ja, sollte auf 4 sein. Ach, 4 ist harmful. So, ist noch ein Mage. Hier gehen wir auf den Krieger, ne? Ja. Oh, ich bin im Shitding. Jo, ich auch. An die magische Hülle, Vanessa? So, ich stun mal den Schaman. Hab ihn. 5 Sekunden. 4. 2, er ist raus. Silence gesetzt. Vanessa, Lichborn oder so? Okay, ich versuche ein bisschen besser zu können jetzt. Nein, ich komm nicht. Nein! Und here we go. Krieger down. Ich hab ihn erst nochmal gerettet. Du Limpas, hast du es gesehen? Ja. Ich, ob du 100 hattest oder so? Schamane ruhig zu Ende mal. OMG. Und dann kam kein richtiger Damage. Das war Tullion, also da war gute Control von Scree wahrscheinlich. Oh, man hat so viel möglich, man. Alter, hast du das gesehen? Boah, nicht mal 1000 hat sie gehabt. Sie war eigentlich schon tot angezeigt im Healbug. Boah, dann kam noch der Hex und boah. Und dann hatte ich alle meine Insta sozusagen aufgeladen. Und es war awesome. Ich hatte den Krieger erst im Kältekegel, da ist er irgendwie selber rausgekommen. Dann in meiner Nova, wurde er dispelled, Pet Nova. Und dann stand da endlich mal kurz still. Und beim Mage war awesome. Ich habe Sheep angefangen, dann sehe ich, er schiebt auch und ich war immer ein ganz kleines bisschen schneller als er. Ich bin halt voll happy mit der Kombo. Immer so awesome. Das war ein Kombo, ne? Holy shit. Oh, ich sehe uns schon auf Turnier. Dann mit der einzigen, die so eine Kombo haben. Natürlich ist es schwierig, aber hey, ne? Kein Problem. Rainbows, huh? Rainbow. Okay, Krieger würde ich sagen. Jo. Und versuchen Dretri zu dispellen, aber nochmal gucken, ob es klappt. Ich schnapp mir Flügel und dann halte ich Dretri im Schieb, das ist mein Plan. Jo. Also den Krieger, ne? Wenn es juckt ihn jetzt schon. Ich habe in 6 Sekunden 4, 3, 2,
1, 0. Restand. Wolf Rage. Im Prinzip, wie awesome war das, haben wir in Köln, bitte? Holy shit, hast du das gesehen, Skibi? Holy shit. We survive. Morning Silence. Ich sitze dann hinterher. Wenn ich... Sonne. Ist gestunt. Awesome. Wie? Der Krieger war schon zur Hälfte da und hat der Kampf erst angefangen. Oh ja. Also super sick. So ein sicker Damage. Mehr als ein Retriball, aber zu voll. Vanessa, hast du noch einen Skill gefunden? Kann mir einer von euch Geld leihen? Ich kann dir 50 Gold leihen. Ich glaube, ich habe 200. Hast du schon von der Gilde leihen gefallen? Nein, geht nicht. Da fehlen mir noch 11 Gold, bis ich das kann. Das finde ich auch blöd, ne? Dass nicht erst dann alles aufgebraucht wird. Du kannst eins vielleicht einzeln reparieren. Das reicht aber nicht. Mir fehlen 11, ich habe nur 6. Okay, wo bist du? Aber als geheimen Trick, man kann genau die Menge Gold auch aus dem Gildenbankfach herausnehmen. Ich kann Geld aus dem Gildenbankfach? Merke. Ja. Dann mach ich das. Ja, ich bin schon da. Aber. Oh Gott. Ich finde dich nicht da. Die Bank ist mir ein ziemliches Weg. Bist du auch Mage? Ach. Oh, kannst du dann? Da kann ich das. Wer auch immer auf so eine Idee gekommen ist. Nicht aus Versehen alles reparieren mit unserem Gold. Na krass, wie wenig Gold wir haben. Nein, warte, ich muss erst reparieren. 10 kaputte Sachen wie Kinderarena. Willst du nicht herausfinden? Damage drauf. Bandschalt wird bestimmt. Ich meine, ob man das als Abzug kriegt. Früher hat man ja auch diese Waffenskills. Waffenskills, die muss man trainieren. Und wenn man die nicht voll hat, ist man schnell irgendeinen Scheiß gebaut. Aber nicht in der Arena, da zählt immer das Höchste. Das ist ein Geschirr. Grüne Wollweste. Bereit? Ja. Ja, jetzt haben wir aber die 1400 geknackt. Und wir haben sie sicher geknackt.
Ey, was für harte Kombi jetzt eigentlich gerade spielen? Mein Mage, Krieger und so. Aber wir haben fucking Tulsa. Komisch, einer von euch wird mir in den Porträts immer als blond und ohne Helm angezeigt. Aber immer ein anderer. Also die Auswahl ist nicht so groß. Mann. Immer ein anderer. Warum hast du so einen Typen da? Mit Turner. Der dreht sich so zu dir. Boah, hast du nämlich irgendwann das gegen den Rätsel. Aber nein. Weil den Krieger nur so scheiße wenig hatte und keine Nova hatte, Fett Nova habe ich immer Eislands benutzt. Weißt du, dann habe ich immer irgendwas kaputt, dann gucke ich auf meine HP. Oh nein, ich muss vielleicht alles blocken. Du bist vielleicht wegschlagen, ja. Naja, man kennt jetzt Scooby mit so E-Rock. So. 100 HP im Eisblock, den charmanten Schnappi mehr. Ja, das sagt mir wer. Ist wieder Mage, ne? Jo, gleicher Aufbau, Krieger. Tschüss. Oh, you guys, ich komme. Ich hol dich da raus. In die Kröte. Antimagische Hülle. Oh Gott. Ist er schon gesilent? Ja, wünsche ich würde rauskommen. Hast du, habt ihr beide in der Bubble gesessen jetzt? Ja. Okay. Ich bin gestiebt. Kack, wir hatten ihn sowas von. Ja. Ja, der Schamane stand da oben, das war ein bisschen kacke für den Silence. Ich hatte auch echt kack Positioning. Der Schamane hat den Gutes. Ja, wir hätten ruhig wieder jetzt links lang gehen sollen. Ja, das ist richtig, das ist gut, wenn ich auf der Brücke bin. Und auch zum Newton einfach, wenn entweder der Kampf ist oben oder er ist unten. Also ist tricky. Fine Thread. Grüner Farbstoff, was? Damit wir dann Stun oder dann sein. Es gibt auch dieses große Schutzschild, ne? Was kostet das? Das haben nur Anholis. Oh shit. Krieg echt Angst, oder? Ach, das stimmt. Dafür haben wir den Awesome Damage. Wir haben Gary und Cold. Das ist wohl der wichtigste Skill im Spiel. Haben den nicht alle? Deswegen ist auch Gary und Cold, weil man Frost ist. Dich habe ich nicht. Oh, holy shit. Da ist das andere ein Rogue. Ich fass nicht.
Nimmt ihr den Mage? Nee. Doch. Den Rogue? Den Mage? Rogue? Ich weiß nicht, was man hier Rogue. Vielleicht den Mage. Ich bin geschieden, das aus. Und ich bin auch Target. Mich haben sie erwischt. Bist du im Eisblock? Jetzt. Ich glaube, du kommst überhaupt nicht rein. Ne, ich bin in der Smokeboat. Fuck. Oh, you guys, you see. Ich stun ihn jetzt mal. Nee, das ist ja nicht. Geht mal jetzt da nicht. Ach, der ist schon benutzt. Ja. Ist jetzt gestunt, 6 Sekunden, noch 4, 2, 1. Ja, ich bin gesilenced. Mhm. Ich rette dich. Eisblock, zweiter. Und er ist gut dispelled. Mhm. Shit. Der Dispel vom Priest schon echt sick. Oh man, das ist aber auch echt ein übelste Kombo. Das stimmt. Ich bin noch nicht überzeugt, den Mage zu nuken, so ganz. Nur wenn es einfach zu stark, zu schlecht an ihn rankommt. Meinst du, das ist sinnvoll, dass Vanessa auf den Priest geht? Und Scooby auf den Mage? Meinst du, das geht? Hm. Also ich glaube, sie würde den Priest verdammt unter Druck setzen. Und ich kann dann besser überleben mit dem Eisblock. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat sogar meine Schilde dispellen. Also Spell kommt ja als Massenbannung. Der macht den Eisblock weg, oder? Ja. Den muss unbedingt dispellen, wenn es mit dem Eisblock ist. Unbedingt. Nicht dispellen, sondern unterbrechen. Unbedingt. Aber der geht scheiße schnell, also. Wie heißt der auf Englisch? Mars Cleansing oder so? Ich guck mal eben. Was ist mit Mars? Der nennt die Mars Resurrection. Eine Alternative wäre, dass beide auf ein DPS gehen, jeweils. Es gibt ein Mage. Das sind richtig gut. Das kann aber verlieren. Ja? Master Spell heißt er. Ja. Es ist schwierig, zwei Leute gleichzeitig erleben zu haben. Besonders wenn er selbst betroffen ist. Hm. Schon. Hm. Ja, ich denke, wir müssen uns schon spinnen. Das auf jeden Fall. Ich fahre mich nur auf wen. Für mich war es in dem Kampf verdammt schwer, irgendwas an Damage zu machen. In dem Kampf muss ich mich wahrscheinlich hauptsächlich auf Iceland zu verlassen und irgendwie ein bisschen unter Druck setzen. Vielleicht sogar den Rogue. Den Rogue? Und den Mage schieben? Yep. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu einem Sheep komme, oder? Ein Sheep kann dispelled werden von einem Priest, oder? Ja. Insta auch, wie bei mir. Ja, genau. Dann ist das ungünstig. Dann wäre schon fast vielleicht sinnvoll, dass Vanessa den Rogue nimmt. Du den Mage. Das kann man versuchen. Priest. Weil dann kannst du den Priest schieben und das setzt ihn richtig doll unter Druck. Weil dadurch haben wir den Damage vielleicht ein bisschen im Griff. Versuchen wir das mal. Rogues,
Ja, der wird ja nicht weglaufen. Und wenn er an Scooby reingeht, dann eher nicht hinterherlaufen, sondern ihn eher ranziehen, wenn er an Scooby weg ist. Jo, dann in dem Moment kann ich dann meinen Schieb machen. Das müsste gut funktionieren. Und wer nicht an seinen Gegner rankommt,